lassen Sie uns unsere Gespräche noch heute Abend in gemütlicher Atmosphäre fortführen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Wir machen gerade eine kleine Nachbearbeitung der Veranstaltung und Dirk, ich würde sagen, es ist gut gelaufen und wir haben das Thema ganz gut aufgearbeitet. Naja, also ist klar, in der Kürze der Zeit, wir hätten wahrscheinlich 7 Stunden diskutieren können und müssen, um hier auch nur halbwegs die wesentlichen Punkte zusammenzubringen und in die Tiefe der Argumentation zu gehen. So war natürlich aufgrund der Kürze der Zeit an so einem Abend natürlich nur eine sehr, sehr beschränkte Möglichkeit, Themen aufzugreifen. Aber ich glaube, wir haben einen ganz, ganz wichtigen Beitrag geleistet, weil der aus meiner Sicht wichtigste Punkt, den wir heute sehr, sehr klar herausgestellt haben und der in der öffentlichen Wahrnehmung praktisch keine Rolle spielt bisher, ist die Erkenntnis, geht mal weg von diesem kleinen Klein. Wer weiß auf dem Maidan, sind die Russen in der Ostukraine oder nicht? Und all diese tagesaktuellen Sachen, weg zum großen Bild, dass hier große geostrategische Interessen von 2 Spielern am Werk sind, die hier ganz aggressiv ihre politische Agenda spielen, auf dem Rücken des ukrainischen Volkes, unter Nicht-Rücksichtnahme auf die europäischen Interessen, sondern dass hier um Geostrategie, um Machtinteressen geht. Und ich glaube, das ist in der deutschen Öffentlichkeit überhaupt noch nicht real. Und dazu haben wir, glaube ich, einen wesentlichen Beitrag geleistet. Das kann man jetzt verurteilen, das kann man gut oder schlecht finden, aber wir müssen uns erstmal im Klaren sein, dass hier größere Themen dran sind, dass hier größere geostrategische Interessen auf diesem Kontinent vorherrschen und dass die dieses Geschehen am Ende beflügeln und vorantreiben und das tägliche Klein-Klein nur die Auswirkungen davon sind. Und jetzt können wir diskutieren, finden wir das gut, wollen wir das ändern oder arrangieren wir uns damit? Wenn ja, wie stellen wir uns dazu? Darüber können wir diskutieren, aber ich glaube, da haben wir einen wesentlich einen sehr, sehr wichtigen Beitrag geleistet. Und ich denke, wir haben hier an der Oberfläche nur etwas kratzen können, was das ganze Thema betrifft. Aber die wesentliche Aussage, die ich mit nach Hause nehme, sowohl von der russischen wie auch von der amerikanischen Seite, ist, dass wir vieles, was wir aufgebaut haben in der Vergangenheit, was die Beziehungen nach Russland betrifft, was die internationalen Beziehungen, aber auch nach Amerika betrifft, also vieles, was wir aufgebaut haben, können wir sehr schnell wieder zerstören. Und die Gefahr, dass wir etwas, was über Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurde und entstanden ist, etabliert wurde, dass das in kurzer Zeit zerstört wird, ich glaube, diese große Gefahr ist deutlich geworden. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch aufpassen in alle Richtungen, dass hier auch keine Schuldzuweisungen kurzfristig getroffen werden, sondern dass man wirklich in die Tiefe geht, die Themen aufarbeitet und dann zu einer Lösung kommt, die für alle Seiten zufriedenstellend ist. Ich glaube, wir dürfen auch auf Europa mit einem anderen Auge schauen. Ich glaube, wir haben einen großen Vorteil gegenüber anderen Kontinenten, gegenüber anderen Mächten auf der Welt. Denn wir haben 2000 Jahre aus unserer Geschichte gelernt. Wir haben uns über 2000 Jahre gegenseitig in den Schädel eingeschlagen. Und wir haben gelernt, dass das nichts bringt, dass es friedlich miteinander unter Partnern besser geht, wenn man den Partner respektiert. So ist die Europäische Union entstanden. So ist dieses gemeinsame Werden Europa entstanden, indem man den Partner respektiert. Natürlich hat jeder seine Interessen, aber man versucht am Ende miteinander auszuhandeln, einen Vertrag, der für beide Seiten fair ist. Klar, das gelingt mal besser, mal schlechter, aber so haben wir Europa gestaltet und so verstehen wir uns nicht mehr als Militärmächte, die gegeneinander stehen, die aggressiv gegen den anderen die Interessen durchsetzen, sondern möglichst miteinander kooperativ Dinge lösen. Und da sind wir, glaube ich, anderen um viele Jahrhunderte voraus. Amerika hat 250 Jahre seine Geschichte und hat noch nicht gelernt, dass das mit Kooperation friedlich miteinander besser geht. Da ist immer noch dieser Cowboy mit im Spiel, der meint, mit einem schnellen Colt geht es oftmals schneller und da muss man nur genug Druck machen, dann wird das schon. Das haben wir 2000 Jahre lang schmerzlich erlebt, dass das nicht der Fall ist. Amerika muss das vielleicht erst lernen. Dumm ist es nur, dass wir die Zeche für dieses Lernen zahlen müssen, wobei wir es doch schon verstanden haben. Und deshalb ein friedliches Europa, das sich entwickelt, das auf andere Staaten durchaus attraktiv wird, aufgrund seiner Werte, eben dieser friedlichen Harmonie, dadurch anziehend wird und andere sagen, das wollen wir auch, wir gliedern uns da an, aber ohne Gewalt, ohne Revolution, ohne Druck, ohne militärische Einflussnahme, ohne Armeen zu stellen und Revolutionen hervorzurufen. Das muss das Ziel sein. Und ich glaube, da dürfen wir uns Europa nicht das Butter vom Brot nehmen lassen und dürfen stolz sein auf Europa und auch da eine eigene Agenda verfolgen, eine friedliche Agenda und uns dann anderen Machtinteressen auch durchaus selbstbewusst entgegenstellen. Und dass ihr diesen Mut habt, hier diese konträren Diskussionen, diese klaren Positionen öffentlich zu machen und dafür eine Plattform darzustellen, gebührt höchsten Respekt. Viel Spaß bei eurer weiteren Arbeit, viel Erfolg. Wir brauchen es. Danke dir.
dann übernehme ich direkt und sage, wir haben gerade drüber gesprochen, was heute gut gelaufen ist an der Veranstaltung, was dir gut gefallen hat. Was hättest du dir denn anders gewünscht oder was würdest du das nächste Mal dir anders wünschen? Also ich hatte gehofft, dass der amerikanische Part, dass wir da tief einsteigen können und wir gar nicht erst diskutieren müssen, ob da geostrategische Interessen existieren. Also die in Frage zu stellen, ich dachte, da gehen wir schon mal tiefer rein, das Thema können wir uns sparen, aber war nicht der Fall. Ich glaube, wir müssen erstmal uns darüber klar sein, dass diese Interessen da sind und dann können wir sie diskutieren. Solange wir die gar nicht wahrnehmen, sondern sagen, das ist alles nur hier klein-klein, Interesse der ukrainischen Demokratie und hier sind ein paar Ukrainer unzufrieden und deshalb passiert das alles, das ist völliger Blödsinn. Hier geht es um große Machtinteressen und ich glaube, das haben wir heute deutlich gemacht. Da ist so viel Know-how auf dem Podium gewesen, so viel Wissen, da hätte man so sehr in die Tiefe gehen können, aber das ist natürlich klar, dass das gar nicht möglich ist in der Kürze der Zeit. Von daher bin ich dankbar, dass wir diesen wichtigen Punkt transportieren konnten. Alles andere kann man jetzt gerne im Nachgang sich aneignen, sich durchlesen, diskutieren und es findet ja heute Abend noch reichlich statt. Jetzt geht es erst richtig los in der Nachbearbeitung, one by one und das macht höllisch Spaß. Momentan sehen wir eine relativ gespaltene Ukraine. Also es waren ja gestern die Wahlen, das heißt, das Land teilt sich immer mehr in den Ost- und West-Part auf. Was können wir denn deiner Meinung nach tun? Was wären denn Lösungsstrategien, um das Land wieder wirtschaftlich und sozial voranzubringen? Es macht erst dann Sinn, über vernünftige, aus logischer Sicht, aus unserer logischen und wirtschaftlichen Sicht Lösungsvorschläge, Lösungsansätze anzugehen, wenn die großen Machtinteressen weg sind. Solange können wir machen, was wir wollen. Sie werden immer torpediert werden von der einen oder anderen Seite, weil sie kein Interesse daran haben, weil ihre geostrategische Vormachtstellung alles andere dominiert. Und solange das der Fall ist, solange wird sich das nicht ändern. Die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in der Ukraine, die gibt es seit vielen, vielen Jahrzehnten, viel, viel länger. Und die haben schon seit Jahrzehnten diese Probleme miteinander und kämpfen, naja, nicht mehr offen miteinander, aber arrangieren sich. Sie haben diese Probleme im Griff miteinander. Sie reiben sich mal, aber es hat funktioniert. Erst durch das Zündeln von Ost und West um diesen wichtigen Schlüsselstein Ukraine hat man diese beiden Gruppen aggressiv gegeneinander gehetzt und jetzt schlagen die sich als Stellvertreter die Schädel ein. Und solange diese Machtinteressen sich nicht zurückziehen und sagen, wir halten uns da raus, solange wird das weitergehen, bis eine Seite gewonnen hat oder die Ukraine weiter in einem solchen Diskurs sein wird und es wird weiter dann diese Spannung zwischen Ostukraine und der Westukraine geben und wir sind in einer Situation, wie wir es in anderen Ländern auf der Welt auch haben, mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen oder mit zumindest Friedensstillstandmissionen. Das ist auch das Beste, was wir hoffen können, dass nicht zu einer weiteren Verschärfung der Krise mit Auswirkungen auf die Nachbarländer kommen wird. Wir sprechen jetzt über Geostrategie, aber natürlich ist Geld auch ein ganz großes Thema, also sprich die Gasvorkommen in der Ukraine. Du hattest vorhin schon mal auch am Podium erwähnt und auch in dem Nachwort von dem neuen Taschenbuch, dass im Prinzip ja Hunter Biden, der jetzt bei der Burisma Holding tätig ist, ja, da eben amerikanische Interessen auf dem Boden von der Ukraine vertritt und im Prinzip das Ziel ist, wirklich den Europäern das europäische Gas teuer zu verkaufen. Wieso wehren sich die Europäer nicht dagegen? Tja, was macht Europa? Europa ist nach wie vor, wie Brzezinski sagte, sind es zum Teil Vasallenstaaten Amerikas. Wir brauchen Amerika dringend. Warum? Weil wir selbst nicht für unsere Sicherheit sorgen können. Wir haben uns in eine militärische Abhängigkeit von Amerika begeben. Amerika ist der militärische Schutzschirm für Europa. Und wenn Amerika heute sagen würde, wir ziehen uns zurück, dann haben wir ein Problem. Wir können diese Sicherheit nicht darstellen. Dazu ist keiner von uns in der Lage. Wir haben noch längst keine europäische Sicherheitsarchitektur, die ohne die amerikanische NATO das gewährleisten könnte. Von daher sehen sich vielleicht viele unserer Politiker in der Abhängigkeit. Wir können gar nicht gegen die Amerika opponieren. Wir brauchen die überlebensnotwendig, so möglicherweise die Einschätzung. Und deshalb spielt man das amerikanische Spiel mit und hofft dann irgendwie von denen weiterhin lieb gehabt zu haben und vielleicht, dass Deutschland sich vorstellt, als besonders wichtiger Partner eine besonders wichtige Rolle in dieser Entwicklung Europas zu spielen. Und das mag durchaus berechtigt sein. Also da stehen die verschiedensten Gründe, warum man hier nicht stärker diese europäische Karte spielt. Vielleicht schlichtweg, weil Europa noch nicht stark genug ist, noch nicht einig genug ist, um diese Karte zu spielen. Weil den Bruch mit Amerika kann man sich offenkundig im Moment noch gar nicht leisten. Also spielt man das Spiel mehr recht als schlecht mit. Und mal sehen, wie das am Ende weitergeht. Aber eins ist klar, wir brauchen am Ende ein starkes, selbstbewusstes Europa, das in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen, das in der Lage ist, seine eigene Rolle zu definieren. Und das, so wie wir es seit 2000 Jahren gelernt haben, nämlich das Schädel einschlagen, katastrophal ist. Wir haben diese Weltkriege hier erlebt. Wir haben über zwei Jahrtausende Zerstörung, Krieg und Tod erlebt und haben aus diesem Prozess gelernt, friedlich miteinander zu kooperieren.
so wie wir es in Europa jetzt machen, seit Jahrzehnten friedlich unter fairen Partnern miteinander zusammenarbeiten. Klar hat jeder seine Interessen, aber wir sind als friedliche Partner zusammen, diskutieren das aus und finden gemeinsame Lösungen. Mal besser, mal schlechter, aber besser als jede andere Region der Welt. Und dass wir das gelernt haben, wir sind in der Entwicklung weiter als alle anderen Staaten dieser Welt, weil wir diesen Horror hinter uns haben und daraus gelernt haben. Dieses alte Europa hat tolle Werte, hat eine tolle Entwicklung gemacht zu friedlicher Kooperation und das sollten wir nicht anderen überlassen, die noch 1800 Jahre zurück sind in ihrer Entwicklung und diese schmerzhaften Erfahrungen vielleicht erst machen müssen, die noch immer meinen, das wäre alles mit Gewalt und mit Druck und mit Hurra zu machen. Wir haben gelernt, dass das nicht geht und vielleicht sollten wir hier eine dominante Rolle übernehmen und denen zu sagen, Freunde, lernt hier mal von uns, wir haben es gelernt, das ist der falsche Weg, das ist ein kurzfristiger Erfolg, der am Ende unglaublich schmerzhaft für alle Parteien, auch für euch werden wird. Wie siehst du die kurzfristige Entwicklung? Also wir hatten gerade die Wahlen in der Ostukraine. Wie siehst du das jetzt aktuell in den nächsten Wochen vorangehen? Man wird weiter versuchen, diese Machtspielchen zu spielen. Russland wird nicht in die Ostukraine reinmarschieren, wenn es irgendwie zu vermeiden ist. Diesen Schritt wird Putin nicht gehen. Er weiß, was die Konsequenzen sind. Das kann er sich nicht leisten. Gleichzeitig muss er trotzdem den starken Mann markieren, um nicht auf der anderen Seite von der eigenen Bevölkerung als schwacher Präsident, als Russland, das sein Gesicht verliert, wahrgenommen zu werden. Beides wäre für Russland, für Putin eine Katastrophe. Wenn er reingeht, genauso schlimm, wie wenn er gar nichts tut. Also wird er versuchen, den Status quo zu zementieren, sich weiter als starken Mann zu präsentieren und eine de facto Abspaltung der Ostukraine zu zementieren, ohne dass das in große Formen gegossen wird. Es wird einen Stillstandsstatus irgendwann geben und der Westen wird sich damit möglicherweise, wenn man nicht weiterkommt, erstmal zufrieden geben. Aber dann wird man die nächsten Staaten aufbrechen, man wird seine Phalanx weiterziehen, man wird Russland umgehen, eindämmen und am Ende als isolierten Staat zurücklassen, in der Hoffnung, irgendwann in Russland ein Government Change zu erzeugen, dort demokratische Strukturen zu installieren und damit Russland zu assimilieren in ein Europa, in ein eurasisch-transatlantisches Gebilde unter dem Hegemon USA. So die langfristige geostrategische Planung, inwiefern das realistisch ist, dass wir die Zukunft zeigen oder ob wir leider ganz andere Entwicklungen sehen werden. Ganz genau, das ist die Frage, weil ganz so isoliert steht Russland momentan ja nicht da. Sie suchen momentan den Schulterschluss tatsächlich Richtung China. Welche Rolle spielt die Ukraine-Krise genau in diesem Zusammenhang? Absolut, das ist ein möglicher Weg, den Russland natürlich versuchen müsste, die Achse zwischen Russland und China, möglicherweise auch noch den Iran einbeziehen zu nehmen. Diese Achse hat allerdings aus historischer und auch aus Sicht auf die Bevölkerung kaum einen Zusammenhalt, kaum eine Gemeinsamkeit, außer sich gegen Amerika schützen zu wollen. Und das ist dauerhaft zu wenig für eine vernünftige Allianz. Hier gibt es wenig völkerübergreifende Verbindungen. Es gibt ganz andere Historien. Russland und China hatten schon seit Jahrhunderten gegenstreitige Interessen, haben gegenseitig im Krieg miteinander gestanden, haben sich immer wieder gegenseitig sehr, sehr skeptisch beäugt. Das ist auch heute noch der Fall. China befürchtet eine Dominanz Russlands, würde das nie akzeptieren. Russland würde keine Dominanz China akzeptieren. Also es wäre eine Zweckgemeinschaft von sehr brüchiger Konstellation. Das wissen die Amerikaner. Das heißt, die Russen werden sicher versuchen, mit China und mit dem Iran eine Gegenposition aufzubauen, um Druck ausüben zu können. Aber ein dauerhaft starker Block ist unwahrscheinlich. Selbst zu UdSSR-Zeiten und zu Sowjetzeiten war die Achse Russland-China sehr schnell brüchig und hat sich auseinanderdividiert. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Feld, dauerhafte Stabilität zwischen diesen widerstrebenden Partnern herzustellen. Von daher kurzfristig möglich, langfristig keine starke Option. Um mal ganz kurz noch zur Wirtschaft zu kommen. Wir haben gesehen, in den letzten Wochen und Monaten sogar große Verunsicherung, gerade wegen der Ukraine-Krise. Welche Auswirkungen hat das denn jetzt auf den DAX? Naja, auf den DAX natürlich sehr große Verunsicherung, je nachdem, wie sich die Situation immer wieder entwickelt. Wir haben große Verbindungen unserer Unternehmen nach Russland. Solange die Embargos stehen, kostet uns das richtig Wirtschaftsleistung, es kostet uns Wirtschaftskraft. Gut, der DAX wird momentan nicht bestimmt von wirtschaftlicher Entwicklung, sondern von Geldströmen. Aber davon werden die Arbeitsplätze am Ende auch nicht mehr. Davon, dass der DAX steigt, davon, dass Draghi mehr Geld in die Märkte pumpt, sondern die Wirtschaft geht weiter zurück. Wir sehen eine zunehmende rezessive Entwicklung in Europa. De
inflationäre Preisentwicklung. Und da hat natürlich diese Selbstkasteiung, dieses sich selbst abschneiden von einem der wichtigen Handelspartner, nämlich Russland, noch eine verstärkende Funktion. Wie blöd muss man eigentlich sein, sich selbst einen der wichtigsten Partner abzuschneiden, im Interesse anderer Mächte von außerhalb. Also das ist irgendwie nicht mehr nachvollziehbar. Wobei, wie gesagt, da weiß man immer nie genau, was hinter den Kulissen gespielt wird. Die Deutsche Bank warnt gerade heute aktuell vor dem größten Kapitalabzug der Geschichte und spricht davon, dass der Euro tatsächlich im Jahr 2017 auf 95 Cent runtersackt. Was sagst du zu dieser Prognose? Ja, das ist nicht so unrealistisch. Ja, tatsächlich sehen wir, dass Europa in zunehmenden Schwierigkeiten ist. Wir sehen den Euro unter Druck, ob das bei 95 Cent ist, wir sind jetzt bei 1,25. Also das ist so weit, war alles nicht weg. Ob wir jetzt auf 1,10 oder 95 Cent gehen, sei es drum. Die Richtung geht weiter. Wir sehen weiter noch mehr Notmaßnahmen in Europa, um irgendwas zu reißen, und kommen trotzdem nicht aus der Kabine. Und wir müssen jetzt einfach mal erkennen, das kommt mir in der öffentlichen Diskussion viel zu kurz, dass die Maßnahmen, die Europäische Union unter Maßgabe der Bundesregierung in der Krise 2008 folgenden 19, 11 gezogen hat, diese Maßnahmen für Europa waren grottenfalsch. Sie haben in die Katastrophe für Europa geführt. Sie haben zu einem Niedergang in Europa geführt. Wir haben das damals auf allen Kanälen diskutiert, auf Cashkurs aggressiv damals das thematisiert, dass es in diese Krise sparen zu einem Zusammenbruch der Wirtschaft führt, zu Massenarbeitslosigkeit und zu einer Radikalisierung der Bevölkerung, wie wir das auch jetzt in Griechenland sehen und in anderen Bereichen Abspaltungstendenzen sehen. Genau das war absehbar, und die Bundesregierung hat mit den falschen Entscheidungen damals mit wehenden Fahnen alle Kritiker als Idioten dargestellt und steht jetzt vor den Scherben ihrer damaligen Entscheidungen und versucht immer noch, das zu verteidigen. Und da muss man einfach sagen, Thema verfehlt, Hausaufgaben nicht gemacht, 6 Sätzen. In deinem Buch Showdown hattest du ja eigentlich auch ganz andere Themen noch angesprochen, und zwar ging es da um ein Investitionsprogramm. Das ist inzwischen jetzt 18 Monate her, dass das Hardcover sozusagen erschienen ist. Und wie hat sich das denn jetzt inzwischen entwickelt? Wo sind wir da im Moment? Weil du hattest auch ab und zu mal zwischendrin erwähnt, dass es tatsächlich jetzt dann doch ein bisschen mehr Anklang findet als am Anfang. Wie ist da der aktuelle Stand? Tatsächlich läuft dieses Thema sehr, sehr heiß. Also ich bin, seit ich das Buch rausgebracht habe, hinter den Kulissen sehr, sehr aktiv, dieses Thema auf den höchsten Ebenen in der Wirtschaft, aber auch in der Politik zu diskutieren, bekomme breite Unterstützung von ganz großen Namen dazu. Es findet jetzt in wenigen Wochen in Berlin ein Symposium statt unter der Flagge des Senats der deutschen Wirtschaft, dieses Thema, mein Konzept zu diskutieren, rundzuschleifen mit angesehenen Wirtschaftswissenschaftlern und anderen Experten, und dieses Konzept tatsächlich als eine Möglichkeit für die Lösung unserer Probleme der Verschuldung wie auch der Infrastrukturprobleme, eine realistische Möglichkeit umzusetzen. Und das hat einen großen Anklang gefunden, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bin nicht naiv genug, um zu behaupten, das kommt in absehbarer Zeit, aber optimistisch genug, um zu sagen, die Chancen dafür stehen heute so gut wie nie zuvor. Wir hatten es ja auch mit der Finanztransaktionssteuer, da hattest du auch mit diskutiert, das ist jetzt im Prinzip genau nach hinten losgegangen, also die Regelungen sind genau gegenteilig, als es eigentlich die Wirkung sein sollte. Wie kann man sehen, dass diese Infrastruktur wirklich sinnvoll aufgebaut wird und dass das nicht auch wieder daneben geht? Die Gefahr ist immer da. Also, dass eine gute Idee am Ende genau das Gegenteil bewirkt, aus diesem Risiko kann man sich nie rausnehmen. Dafür sind zu viele Spieler an Bord, und auch da bin ich mir nicht sicher, dass das passiert. Tatsächlich, die Finanztransaktionssteuer, sie kam, sie hätte auch in gewissem Maße Sinn gemacht, aber jetzt hat man das Perverseste gemacht, was man überhaupt nur machen kann, hat die Produkte, um die es geht, völlig außer Acht gelassen, sondern bestraft jetzt tatsächlich nur die echten Anleger in Aktien. Also besteuert, da konnte man es nicht machen. Ich weiß nicht, auf welche Lobby man da immer wieder hört, aber das ist halt nun mal so. Die haben die großen Taschen, die entscheiden am Ende, was passiert. Die besorgen sich eben 20 Termine beim Bundesfinanzminister, während die anderen höchstens mal einen Brief schreiben dürfen. Und dann entscheiden die auch, was passiert. Das ist auch bei den anderen Themen, mag das nicht anders sein. Nur, was heißt das als Konsequenz? Sollte man sich zurückhalten, überhaupt keine Konzepte mehr entwerfen, nichts mehr anstoßen, sondern es fällt komplett diesen Lobbyisten überlassen? Oder soll man weiter sich einmischen, versuchen, was zu verändern? Auch wenn man mit höchster Wahrscheinlichkeit davon ausgehen muss, dass man es nicht umgesetzt bekommt, schon gar nicht so, wie es sinnvoll wäre. Aber ich glaube, aufgeben ist keine Option. Und das gilt in vielen sportlichen Aktivitäten, aber auch hier, wenn es um die Gesellschaft geht. Kein Einzelner wird die Gesellschaft verändern. Kein Einzelner wird hier
den großen Umbruch bringen. Aber indem jeder Einzelne es immer wieder probiert, kriegen wir auf die Dauer eine Veränderung hin. Und ich versuche meinen Teil dazu beizutragen, an jeden kleinen Stein versuche ich mit beizutragen. Wenn es jeder auf seine Art macht, dann haben wir eine Chance, was zu verändern. Wie heißt das mit dem steten Tropfen, der den Stein höhlt? Das mag auch hier so sein. Deshalb, ich bin nicht naiv genug zu sagen, das wird alles so werden, alles wunderbar. Aber ich bin immer optimistisch genug zu sagen, ich werde es auch morgen wieder probieren. Zeigst du auch Optimismus jetzt in Zukunft bei den Öl- und Gaspreisen? Wie werden die sich in Zukunft entwickeln? Naja gut, wie haben sie sich jetzt bisher entwickelt? Sie sind in den letzten Jahren sind sie deutlich nach oben gegangen, ebenso wie die Edelmetalle. Man kann es vielleicht sagen, vielleicht sind einfach nicht diese Rohstoffe oder die Edelmetalle teurer geworden seit 2002, 2003, sondern vielleicht sind einfach die Währungen wertloser geworden. Und von daher, damals stand Öl bei $20, das Barrel heute schon bei 88 und finden das noch als niedrig. Damals stand Gold bei 200, 300 US-Dollar die Unze, heute steht es bei 1200 und wir halten das für billig. Tatsächlich hat sich in diesen letzten 10, 15 Jahren eine enorme Preissteigerung von Öl wie auch von Gold bis heute gehalten. Also das heißt nichts anderes, dass in dieser Zeit die Währungen wertloser geworden sind. Ich glaube, so muss man das sehen. Und mit der Politik, die wir fahren, wird das auch weitergehen. Auch wenn man kurzfristig immer wieder mal Preisrückgänge sieht, jetzt im Öl beispielsweise auch als geostrategische Waffe gegenüber Russland, natürlich eingesetzt beim Gold. Nun gut, da brauchen wir jetzt nicht über viele Themen zu reden. Also wir sehen diese Bewegungen, aber verglichen mit vor 10 Jahren sind wir auf einem extrem hohen Stand. Doch, da fällt mir noch was ein, gerade wo du das Thema Gold nochmal ansprichst. In der Ukraine gibt es ja auch enorme Goldvorkommen. Es geht hier nicht nur um Gas, es geht nicht nur um Geostrategie, sondern tatsächlich sind, glaube ich, über 2700 Tonnen Gold dort von Experten erwartet. Kannst du dazu noch ganz kurz was sagen? Da spielt da vieles mit rein. Also gerade die Ukraine und solche geostrategischen Themen haben unglaublich viele Mosaiksteine, viele Themen. In der Ukraine geht es einerseits um die geostrategische Vormachtstellung auf dem eurasischen Kontinent. Russland zu entmachten, Russland zu isolieren, Russland aufzubrechen. Ein demokratisches Eurasien unter dem Hegemon USA zu schaffen. All das gehört dazu. Aber es gehören eben auch die materiellen Themen dazu, die Gasvorkommen, die großen Verträge, die Exxon, die Royal Dutch Shell in diesen Gebieten geschlossen hat, zweistellige Milliardenbeträge, die persönlichen Verwicklungen von politisch Nahestehenden in diese Unternehmen, wo es um bares Geld für den Einzelnen geht, sicherlich auch um Gold, andere Rohstoffe, um Korn, Getreide, Absatzmärkte. Es ist ein riesiges Zusammenspiel an Interessenslagen, die sich zum Teil überlagern, zum Teil widersprechen. Es ist zu kurz gesprungen, eine größere geostrategische Entwicklung nur auf ein Thema zu reduzieren. Es hat ganz, ganz viele Implikationen. Es ist in jeder Diskussion immer zu kurz, nur einen Aspekt zu beleuchten, aber die Zeit reicht eben nie, um mehr zu tun. Von daher muss man sich dann im Nachgang die Zeit nehmen, all das mal zu recherchieren, wenn man sich dafür interessiert. Und das ist ein ganz, ganz bunter Strauß an Interessenslagen, Motivationen, wie gesagt, manchmal überlagernd, manchmal widersprüchlich, aber all das gehört zusammen, um zu verstehen, was da tatsächlich passiert. Zu den Erfolgen, die jetzt resultieren in der Ukraine, könnte man ja Chevron anführen. Das sind jetzt mehrere Milliarden Kubikmeter, die da jetzt nach Europa gehen. Also den Anfang haben sie schon gemacht. Natürlich, auch da geht es natürlich drum. Amerika hat sich entwickelt in den letzten Jahren vom Energieimporteur zum Energieexporteur. Ohnehin sind viele Bereiche der Welt inzwischen Energieexporteure. Soweit übrigens zu dem Thema Peak Oil und Peak Gas. Uns gehen die Reserven aus. Wie hat mir mal einer aus der Ölindustrie gesagt, wir haben inzwischen so viele Kohlenstoffe gefunden, dass wir eher Sorge haben, dass uns der Sauerstoff für die Verbrennung ausgeht, bevor uns die Kohlenstoffe ausgehen. Tatsächlich momentan eine riesige Schwemme weltweit an Öl und Gas. Wir wissen gar nicht, wohin mit dem Kram. Und man sucht Absatzmärkte. Ich glaube, wir Europäer sind die letzten Idioten, die kein eigenes Energie fördern oder in rudimentärem Maß, obwohl wir es könnten. Wir haben die Quellen im Mittelmeer, wir haben sie in der Ukraine, die eigentlich auch zu Europa gehört. Wir halten diese Möglichkeiten, aber stattdessen halten wir uns zurück, überlassen anderen das Feld und kaufen es dann gerne teuer ein, bezahlen dann die strategischen Experimente und Abenteuer anderer, indem wir denen dann das Gas und das Öl abkaufen. Und natürlich haben die ein Interesse, dass sie das Gas, was sie jetzt produzieren, an uns verkaufen können und dass wir das nicht den Russen abkaufen. Also, dass wir den Russen den Gashahn zudrehen, auf die Idee muss man kommen. Das wäre, als würde ich jetzt die Luft anhalten, mal gucken, wie lange die in Berlin das durchhalten. Also völliger Irrsinn. Und so sagen wir, wir machen den Russen den Gashahn zu. Naja, wunderbar. Wir wollen es den Amerikanern abkaufen und anderen. Und natürlich haben die dann ein großes Interesse daran. Auch hier, wie gesagt, es spielt ganz, ganz viel mit zusammen. Dann danke ich dir jetzt ganz herzlich und lass dir noch ein bisschen die Zeit, dich hier ins Getümmel zu schmeißen.